Müsste der nicht mal. Da ist er ja! Und direkt daneben ein brennender Zombie. Alles klar, er hat mich gesehen. So, Zombie, du brennst. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Du bist gerade an mir vorbeigerannt, du dämlicher Vollidiot. Du bist wohl nicht mehr der Schnellste, ne? Dir fehlen wohl ein paar verbrannte Muskeln und Sehnen und alles. Ah! Alter, Digga, was los? Da kamen gerade so drei Zombies auf einmal an. Weißt du, gerade war nur einer zu sehen, auf einmal kommen da drei. Ich will nicht mehr. So, pass auf, ich baller euch jetzt weg. Ich habe leider keine Waffe mehr. Ich muss schießen. Man sollte auch treffen, eventuell. Eventuell sollte man es mal in Erwägung ziehen, zumindest. Ja. So, halt's Maul, du Brandopfer. So, stirb, stirb, stirb doch mal. Danke. Alter, wie viele Zombies ich hier erledige. Ich bin der Killer. Ich habe irgendwas Gutes gefunden, glaube ich. Ja. Irgendein Kleidungsstück war es, glaube ich. Weißt du, das ist eigentlich nicht gut, dass wir um diese Uhrzeit 7 Days to Die aufnehmen. Ich schrei hier rum wie sonst was. Verbandskassen, Bauplan für AK, Messbecher, 3 Antibiotika, 5 Verbandskassen, 3 Schmerzmittel und ein Raketenwerferschacht. Ich habe ein Problem. Ich weiß. Mein Inventar ist voll. Nee, sag mal, worum geht's? Was ist? Scheiß auf die Eier. Scheiß auf die Oh Mann, Steine. dein Leben. Dein Lifestyle ist zu hart für mich. Scheiß auf die Eier. Oh Gott, was war da noch drin? Nicht, dass ich jetzt irgendwas Wichtiges nicht mitkrieg. Scheiße, da kommt ein Zombie. Ich muss zurück, Alter. I'm coming home. I'm coming home. Tell the world I'm coming home. Let the rain wash away all the pain of yesterday. So. Erstmal eine schöne Gesangseinlage hier. Muss man ja auch mal Oh haben. Mann, ey. Kann ich dieses Haus hier kurz abchecken, ohne dass ich vermöbelt werde? Alles klar, ich habe Federn wie sonst was, wie Haare am Arsch. Daraus kann man jetzt schließen, ich habe 109 Haare am Arsch. Ja. Das ist korrekt. Und die sind auch jeweils 5 Meter lang. True Story. So. Das ist ja voll für den Arsch, Mann. So. Ich weiß noch nicht, wie ich den Part nennen soll. Also ich habe mehrere Ideen, zum Beispiel ein Herz für Brandopfer. Ja, Ich will nicht mehr, Alter. Zombies overall. Du erleidest einen Hitzschlag im ersten Stadium. Ja, den hatte ich doch schon mal. Ich bin so krank, Alter. Ich krieg direkt 2 Hitzschläge im ersten Stadium. So krank bin ich, ey. Und mich killt es einfach nicht. Ich bin ein Tier. Ich bin ein Bär. Ein Waschbär. okay. Kann es sein, dass wenn man mehr trägt, dass man dann langsamer unterwegs ist? Kommt drauf an, was du trinkst, ne? Was ich trinke? Aber du hast so gefragt, trägt, weil ich habe trinken verstanden. Was ich träge, weil da, trage. Alles klar, alles klar, Mann. Ja, das könnte hinkommen. Ich weiß nicht, wie realistisch das hier ist. Wenn man mehr trägt.
Könnte das sein? I don't know. Ich fühle mich zumindest. LOL, der Zombie ist gerade vom Himmel gefallen. Er hat echt was getrunken. It's raining zombies. Hallo Julia, it's raining zombies. Hallo Julia. Komm schon, recover meine Sprintgeschwindigkeit, du Luder. Ich will sprinten können. Ich muss sprinten können. Bitte. Wobei, irgendwie sind die Zombies voll langsam. Ich glaube, ich gehe auch falsch durch die Weltgeschichte. Ich gehe hier durch die Gegend, als hätte ich gerade Urlaub. Vielleicht sollte ich ein bisschen vorsichtiger gehen irgendwann mal. Alter, ich ziehe 4 Zombies gerade hinter mir her. Läuft bei mir. Das sind meine Fans. Das sind meine Abonnenten, Alter. Zieht sie euch rein. Hier, das ist übrigens Prime. Ich bin froh, dass ich es nicht sehe. Ist auch besser. Das denkt er sich auch jeden Morgen im Spiegel. Ich sollte lieber nicht reingucken. Alter, ich verbrauche auch hammer viel Ausdauer, wenn ich mehr trage. Alter, was ist hier los? Alter, da ist ein Schwein. Ich muss mir auf jeden Fall wieder neue Sachen basteln. Neue Nahkampfwaffen und Bogen und sowas. Ich habe ordentlich was verloren, weil ich so viele Zombies plätten musste. Aber ich bin auf jeden Fall der Zombie-Killer, oder? Ich habe 9 Zombies getötet und die waren echt auf engstem Raum. Also wenn hier jemand Zombies tötet, dann bist du das. Warum ist die so schnell? Alter, chill mal. Ich habe gerade keine Zeit zum Kuscheln. Lauf! Alter, ich bin bei 119 Grad Fahrenheit. Ich glaube, mir ist warm. Ein bisschen. Könnte man echt machen. Aber ich habe echt gut Antibiotika jetzt, Verbandskästen, Schmerztabletten. Also ein bisschen erfolgreich war es, nur bin ich mit keiner Waffe zurückgekommen. Oh oh. Aua. Ich glaube, ich weiß warum. Scheiße. Nein. Ich weiß, warum ich so langsam bin, weil ich einen Hitzschlag habe. Ich kann nichts machen. Echt? Was soll ich tun? Kann ich das mit Wasser ausgleichen? Geh weg! Werd mir dann kühler? Weiß ich nicht. Komm schon bitte. Oh Mann, ey. Ich verliere gerade hart Leben. Komm, scheiß auf die Messbecher. Ich muss ein paar Sachen ausziehen. Scheiß auf die Messing-Trophäe. Hier, komm, Jacke muss aus. Was ist denn Angelblei, Alter? Komm bitte. Temperatur, geh schneller runter. Tu mir das nicht an. Ich hock hier gerade einfach nur im Gebüsch, ey. Ich krieg einen Herzinfarkt. Oh, okay. Herzschlag. Hitzschlag, erstes Stadium. Gut. Oh. Ich habe mich noch nie so über einen Hitzschlag des ersten Stadiums gefreut wie gerade eben. Das glaube ich dir. Ah, ich höre einen Zombie, Alter. Ich habe weder Kraft noch Zeit noch irgendwas gegen dich zu kämpfen. Also verpiss dich einfach. Hier 119 Grad. Ich nutze mal die Zeit, um ein bisschen zu essen, während wir hier ein bisschen im Gras hocken.
Mampf, Mampf, Mampf. Wie sieht's eigentlich bei dir aus? Läuft. Das freut mich zu hören. Ich sag mal so, wenn du zurückkommst, ja, das ist unsere Base. Okay, gut zu wissen. Ich habe ein bisschen übertrieben, aber... Ja, lieber zu viel als zu wenig. Das herzlich Willkommensschild ist ernst gemeint. Alles klar, ich sehe schon 30 Leute, die mit MGs auf mich zielen. 5 Atombomben. Nein, du kommst ja nicht zu mir nach Hause, du kommst ja in unsere Base. Ach so, da besteht ein Unterschied. Auf jeden. Gut zu wissen. Okay, ich bin jetzt bei 109 Grad Fahrenheit. So, dann gucken wir mal kurz auf die Map. Wie weit sind wir denn noch entfernt? Auch gar nicht mehr so viel. Wie kann man noch mal aus der Map rauszoomen? Ging das nicht irgendwie? Gute Frage. Ich glaube, mit dem rechten Stick geht das nicht. Ah, ja, stimmt. Oh, ich war aber eigentlich auch ein gutes Stück weg. Also, hier war ich. Ja... Ja, ja. So, ich glaube, wir können zumindest ein bisschen vorwärts krabbeln. Dann sollte uns nicht allzu warm werden. Und wir kommen endlich mal vorwärts hier. So, währenddessen können wir auch ein bisschen essen. So, ich bin nicht mehr hungrig. Ach lol, mir wird auch angezeigt, ich habe Durchfall, weil ich trübes Wasser getrunken habe. Oh shit. Genau das meinte ich. Ich habe auch so ein komisches, gefährliches Symbol. Ich weiß nicht mehr, was das war. Chemisch, glaube ich. Was heißt das? Na, vom Zombie vielleicht infiziert. Ich weiß es nicht. Und was heißt das jetzt? Kann ich das irgendwo sehen? Einmal da. Okay, da kann ich aber nicht rauf gucken. fühlt sich an wie Zombie Kills. 31 Zombies gekillt, jawohl. Aktive Effekte, da, Infektion. Du bist infiziert. Benutze Antibiotika, Honig oder natürliche Antibiotika, um die Infektion zu heilen. Wenn du sie nicht behandelst, wirst du schwächer werden und schließlich sterben. Okay, Dysenterie, dir ist übel und du hast Durchfall. Goldrut. Was? Achso, Goldruten-Tee könnte helfen. Ja. Das heißt, ich sollte Antibiotika zu mir nehmen. Gut, dass ich welche dabei habe. Jawohl, da geht's mir ja gleich besser, Alter. So, du bist immun gegen eine weitere Infektion. Das für 50 Minuten. Alter, läuft bei mir, ey. Bin jetzt auch wieder bei 3. Alter, ich bin wieder unterwegs hier. Survival-Künstler unterwegs hier. Das läuft. Ich habe Saatkartoffeln. Das könnten wir bestimmt hammergut gebrauchen, oder? Für Essen anpflanzen. Oh ja, das ist gut, Mann. Hier, scheiß auf ein altes, schimmliges Sandwich. Das bringt mir doch eh nichts, oder? Nicht wirklich. Pflanzenfaser finde ich auch überall. Dann kann ich hier den Kleber mitnehmen. Gesundheit. Gesundheit. Oh, meine alte schimmlige Sandwich-Allergie. Ich frage mich, ob sich andere auch immer so über unsere blöden Witze kaputt lachen, wie wir das tun. Ich glaube, die rufen ja schnell ihren Arzt an und den Rest kannst du dir denken. Ja, die lassen nicht nur sich einweisen, sondern auch uns direkt mit. Oh ja. So. Wasser!
So, Moment mal, habe ich noch leere Glaskrüge? Ja, 13 Stück. Die kann ich dann auch mal voll machen hier. Ich habe einen Kampfanzug, Alter. Ich bin der King. Ich gratuliere jetzt einfach mal nicht. Warum nicht? Ich fällt gerade im Baum. Ach so. So, ich bin gleich wieder da. Das müsste der letzte Hügel sein. Okay, da ist noch ein Hügel. Aber das müsste der letzte Hügel sein. Ja, Alter, what the shit, Alter. Was denn hier los? Okay, ich glaube, ich bin hier doch nicht zu Hause. Ich bin auf der anderen Seite der Map. Alter. Voll nice. Danke. Wir müssen die Zombies dann noch irgendwie dran hindern, dass sie überhaupt erst zu der Wand kommen. Warte mal, hast du jetzt die, wo hast du jetzt die Holzwände hingepackt? Die Speere. Ach lol, da. What the shit? Hast du hier drei Türen drin? Ja. Wie er angelaufen kommt, Alter. Er findet es immer wieder lustig. Ja, das sieht halt geil aus. So, wir haben jetzt dann bald Tag 6. Tag 6 kommt die spezielle Aufgabe, wo du mir helfen wirst. Hätte ich das. Und zwar müssen wir Schaufeln nehmen und von der Mauer aus davor einen Graben bauen, der so tief ist, dass alle Zombies reinfallen und aber nicht mehr rauskommen werden. Dann können wir schön von oben, du weißt schon was. Raufwichsen. Wir haben echt das Gleiche gedacht. Geil, ey. Was ist eigentlich mit dem Tresor hier? Kriegen wir den irgendwie auf? Ich weiß nicht, ich glaube, man kann Schlüssel dafür schmieden später oder finden. Ich bin mir gerade nicht sicher. Bringt das was, wenn man da raufhaut? Ich glaube nicht. Okay. Gut, das ist mal wieder eine Mission für unseren guten Kollegen, der uns immer hilfreiche Tipps gibt. Also wenn du bis hierhin geguckt haben solltest, wobei der guckt echt, glaube ich, das ganze Video, weil der kann zu allem was schreiben, was in dem Video passiert ist. Sag uns mal, wie man hier den Wandtresor aufkriegt. Da ist bestimmt geiler Shit drin, den könnten wir bestimmt gebrauchen. Oh, scheiße. Was machst du da eigentlich noch? Ah, okay. Ich würde sagen, wir beenden hier das Video. Ich werde das, glaube ich, eh in zwei Parts schneiden, denn hier sind 35 Minuten jetzt. Und dann hoffen wir, wie immer, es hat euch gefallen. Und sehen uns auch Ich hoffentlich sage auf jeden Fall wieder. auch danke fürs Zusehen. Alter, mitten in meiner Abmoderation ist dir noch zu helfen, Junge. Sorry, es tut mir leid. Geh nach Hause. Mami. Ja, gut, dann auch. Auf ein Wiedersehen von mir. Tschüss. Ciao.